Herzlich willkommen zurück. Heute geht es für uns frühzeitig in eiskalte und weihnachtliche Stimmungen hinein. Denn wir erkunden heute die zweite Welt von Dilly, welche aus einer wunderschönen Winternacht, einer eiskalten und gefährlichen Wasserpassage, einem stürmisch hochgelegenen Luftschiff und noch viel mehr besteht. Lasst mir auf jeden Fall ein Like dafür, einen schönen Frühsupport und ein Abo und nun viel Spaß im Video. Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu einem neuen Part Super Mario Maker 2 World Project. Das Projekt, wo ich eure Superwelten von einer Hand ausgelesenen Leuten spiele. Es hat eine ganze Weile gedauert, seitdem ich den letzten Part aufgenommen hatte. Das hat auch damit zu Schulden zu tun, weil Paper Mario Origami King rauskam und da ein paar Parts kommen mussten. Zudem mache ich ja jetzt auch generell nicht so richtig viele Uploads, das wisst ihr ja genauso. Und ich war auch eine Weile krank, das ist auch jetzt noch ein bisschen der Fall, und war auch nicht da, wodurch die Krankheit auch erst entstanden ist ein bisschen. Aber das habe ich alles in Streams schon geklärt, wenn ihr da noch ein paar mehr Informationen haben wollt. Wenn ich irgendwie nicht was nicht zu labern habe oder so während den Leveln, die wir jetzt hier spielen werden, dann kann ich euch erzählen oder sowas. Ist jetzt nichts Großes, aber ich war nicht da, bin ein bisschen krank geworden und jetzt habe ich so einen Schleim halt. Ich bin jetzt in dem Status der Erkältung angekommen, wo ich weniger down bin, sondern wo der Schleim jetzt einfach mehr sich auf meinen Hals legt und deswegen... Naja, kann es sein, dass ihr meine Stimme anders hört. Das ist aber ganz normal bei einer Erkältung. Es tut mir sehr leid, aber natürlich werde ich deswegen jetzt keine Uploads abbrechen. Es hat jetzt auf jeden Fall alles dazu geführt, dass ich jetzt eine ganze Weile kein Super Mario Maker 2 bringen konnte. Das ist doch momentan noch der Fall. Also auch jetzt kommende Parts werden nicht so richtig krass schnell kommen können. Also ich versuche das wieder einmal pro Woche zu machen. Eins, zweimal pro Woche. Momentan liegt es einfach an Origami King, weil ich muss unbedingt noch andere Projekte fertig bekommen und weil das World Project jetzt kein Druckprojekt ist, was ich jetzt unbedingt liefern muss hier, weil das ja meine eigene Idee ist und ich spiele das hier, wie ich lustig bin, dann ist es nicht so schlimm. Die Leute, die Welten, die wir spielen, haben sich aber nicht geändert. Ich spiele nach wie vor jetzt noch Story Ashes und Diddy's Welt und dann von den random Leuten welche. Solltet ihr ebenfalls, falls ihr neu seid, gewisse Superwelten gebaut haben, dann guckt doch mal gerne in die Beschreibung vorbei. Da ist weiter unten ein Formular zu finden, wo ihr eure Superwelten einreichen könnt. Klickt da drauf und lest euch auf jeden Fall die Informationen ausführlich durch, ob eure Kriterien übereinstimmen. Sollte es Abweichungen dort geben, könnt ihr mir diese gerne in der Beschreibung, in eurer Weltenbeschreibung, könnt ihr das reinschreiben, was da jetzt nicht eingehalten werden konnte und warum. Ich lese es mir durch und dann gucke ich mal, ob ich das da eure Welt bringe oder nicht. Ihr habt natürlich jetzt noch genug Zeit, eure Welt auszubauen. Ich erwarte dann natürlich mindestens 6 Welten, dann 8 höchstens logischerweise. Kann man noch, glaube ich, nicht mehr bauen, wenn ich mich recht entsinne. Habe ich selber noch keine Welt gebaut. Und deswegen habt ihr genug Zeit bis zur nächsten Staffel. Momentan sind wir noch in der ersten und alles ist cool. Wir sind auf jeden Fall stehen geblieben in Dillys 1, 2, 3, 4 Welt oder Dilly 1, 2, 3, 4 Welt oder wie man das aussprechen möchte. Im letzten Part zu ihm, das ist schon eine ganze Weile her, haben wir die erste Welt abgeschlossen, welche sich hoch oben in den Wolken befand. Ich musste jetzt allen Ernstes nochmal diese gesamte erste Welt spielen, weil aus irgendwelchen Gründen die Speicherdaten hier nicht gespeichert wurden. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Ich glaube, das lag daran, weil Dilly an seiner Superwelt nochmal irgendwas abgeändert hat. Also entweder hat er noch eine weitere hinzugefügt, er hat irgendwelche Level ausgetauscht oder er hat irgendwie auf der Oberwelt der Welten irgendetwas angepasst. Aber es hat dazu geführt, dass die Speicherdaten, ja, gelöscht wurden und ich bin jetzt gezwungen, jetzt nochmal diese gesamte Welt durchzuspielen, die gesamte erste Welt. Und all die meine Zuschauer, die jetzt Dilly schon etwas länger kennen und sowas, die wissen ja, dass die Level von Dilly nicht so einfach sind. Das heißt, ich habe jetzt schon, um die 10 bis 20 Minuten gebraucht, nur um die erste Welt wieder abzuschließen, weil ich ein bisschen ungeduldig war. Wollte ja auch ein paar Leben anfarmen, wie ihr sehen könnt. Ich habe wieder 28 Leben. Und das hat ein bisschen gedauert, deswegen muss ich jetzt nochmal die erste Welt spielen off-cam, aber alles gut, alles erledigt jetzt. Jetzt sind wir wieder in der Schneewelt. Da hat sich soweit, so wie ich es mir vorstellen kann, nicht viel verändert. Vielleicht vom Design, ja, das kann sein. Ich glaube, da hat sich ein bisschen was angepasst hier. Ich glaube, hier war ein Geisterhaus mal drinne. Das hat er rausgemacht. Das kann aber von einer anderen Person gewesen sein. Und ich verwechsel jetzt hier irgendwas. Alles geklärt, Leute. Wie gesagt, zum Thema, wann ich wieder am nächsten Part bringen werde. Im besten Fall einmal pro Woche momentan. Wird mehr, sobald wir gewisse Projekte abgeschlossen haben. Kann auch wieder 2 Wochen dauern. Legen wir nun los mit dem ersten Level, denn wir haben heute einiges zu erledigen. Ich möchte ja mal eine Welt pro Part schaffen. Und damit ich weniger rausschneiden muss und ich euch mehr von mir selber, damit ihr halt mehr von mir sehen könnt, und ich weniger rausschneiden muss, wollen wir natürlich jetzt hier nicht so lange rumfackeln und das den Part extrem in die Länge ziehen. Das erste Level habe ich jetzt nicht durchgelesen und zwar, jetzt lese ich auch den Titel vor, Welt 2, Eispilze in der rutschigen Nacht. Danke dir, Dini, für den lieben Titel. Jetzt weiß ich auch Bescheid, was hier abgeht. Du hast mit der Beschreibung recht gut recht gehabt. Wir haben hier eine rutschige Nacht, wir haben Eispilze, also alles da. Einen genaueren Titel kann man da wohl nicht geben. Oh Gott. Ach ja, stimmt ja. Diese Spikes hier, diese besonderen, also erstmal sehen die ja generell sehr, sehr strange aus, wenn die... Hier normal immer. Was hat er gerade selbst mal betrieben? Alles klar. Also ich glaube hier in der Nachtversion, da drehen einige Gegner einfach so durch. Das ist aber auch schon gewohnt. Manchmal schwimmen auch Gummer sich gegen ganz random. Ein Lebenspilz. Den habe ich vorhin auch schon erwartet, jetzt ist er hier gewesen. Hier drehen alle anscheinend durch, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, diese Spikes hier, die sehen im Mario Bros. 3 Stil ja richtig, richtig komisch aus.
Apropos Mario Bros. 3, die letzte Person, die wir gespielt haben, glaube ich, oder die vorletzte Person, von den Randoms, die wir genutzt haben, war ja nicht alle Zuschauer eine Welt, also würdige Welten hatten, musste ich ja Ersatz suchen und da habe ich mir random Welten rausgesucht für Leute, die neu sind und sich wundern, warum ich von einem Japaner zum Beispiel mal ein Part hochgeladen habe, dass ich von dem Japaner die Welt gespielt habe. Da habe ich mir die besten Welten rausgesucht, die mir vorgeschlagen wurden und habe die halt angezockt und jetzt werde ich die ebenfalls durchspielen. Momentan sind bei Welt 2 mit anderen Worten sollten also einige von euch neu sein und die haben hier ebenfalls... Wäre cool gewesen, hätte ich diese Feuerball jetzt nochmal getroffen in der Luft mit dem Schneeball. Sie hat mich so weggeschmissen und hätte nochmal direkt in der Luft getroffen. Das wäre richtig episch geworden. Warte mal, hä? Wie soll ich denn hier hochkommen? Ich habe noch nicht diesen Pilz. Also, weiß ich, ob ich den vergessen habe, dieser... Ich glaube, dass es diesen Pilz in Mario Bros. 3 gibt. Diesen Mario Bros. 2 Pilz. Oder gab es den nur in dem normalen Mario Bros. Ich weiß es gar nicht mehr, aber irgendwie müssen wir nochmal zurückkommen anscheinend. Warte mal, ich glaube, ich habe was verkackt, oder? Ich hätte diesen Piecisch gebraucht, um... Warte mal, ich kann aber noch in die Röhre rein, okay. Das könnte auch funktionieren, aber ich glaube, wir hätten auch zeitgleich die Münzen nutzen können, um nach oben zu kommen, oder? Und davon fallen wir jetzt von oben runter, das kann auch sein. So, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen krank, das hört ja bestimmt auch ein bisschen raus noch so. Meine Nase ist zu, dann muss ich ein bisschen nach hinten ziehen, weil wenn ich das so lange vorne lasse, dann rede ich irgendwann richtig, richtig strange, weil ja der ganze Schleim vor meiner Nase ist und ich bin dann voll wie sonst was. Das wollen wir natürlich auch nicht. Oh Gott. Bitte still, ganz kurz, Kumpel. Okay, alles gut. Was wollte ich eigentlich gerade nochmal erwähnen? Genau, wenn ihr neu seid. Ich komme jetzt hier wieder von bei diesen recht knackigen Leveln hier durcheinander. Wenn ihr recht neu seid und ihr habt ebenfalls aber komplett so 6 Welten gebaut, die recht klassisch sind und die den Kriterien eventuell entsprechen könnten. Und ihr überlegt, welche einzureichen. Klickt wie gesagt aufs Formular drauf. Und wenn ihr jetzt momentan eure Welten noch einreicht, könnte es sein, weil wir jetzt momentan noch nur 2 Welten gespielt haben. Aber ich rutsche hier gar nicht drauf. Okay, das war... gerade dumm. Oh nein, das bin gerade zu langsam. Ich bin zu langsam. Alter, ich bin gegen den Eisberg geknallt. Und da war das Ziel. Ey, schon der perfekte Start hier. Ich drehe durch wie sonst was, Alter. Was ist denn das? Okay, wir hatten einen Checkpoint gehabt. Das ist gut. Das wusste ich gar nicht, weil Diddy hat in der ersten Welt kaum in seinen Leveln Checkpoints eingebaut. Zumindest sind mir die nie aufgefallen. Also wenn ich mal gestorben bin, das war mal recht am Ende, dann habe ich nie... Weil die Kugel rollt, WTF. Dann habe ich eigentlich nie einen Checkpoint gesehen. Aber jetzt überspringen wir den ganzen Scheiß hier. Den Pilz können wir uns doch ganz fix holen. Mir ist gerade aufgefallen, dass man diese... Ich habe mich immer gewundert, ob das wirklich geht, ob man diese Schneepuckis wirklich auf die drauf springen kann. Und mir fehlt wirklich ein Schlüssel. Kann aber auch daran gelegen haben, weil ich gestorben bin. Und ich wahrscheinlich dadurch ein paar Red Coins vergessen habe. Aber das ist mir jetzt egal. Schade natürlich, weil Diddy immer... Oder zumindest ist ähnlich wie Sorioshi gemacht hat. Ja, stimmt. Hat er das in der ersten Welt auch schon so gemacht? Ich glaube, das ist jetzt hier eine Besonderheit gewesen. Weil normalerweise ist es immer im Finallevel gewesen, dass er 3 Red Coins eingebaut hat. Zumindest in der ersten Welt. Und dann konnte man so eine Tür öffnen, um halt so einen Pilz zu bekommen. Also diese Red Coins, die stellten halt Star Coins da. Und da hast du dann, ja, in so einen Bonusraum konntest du dann eben reingehen. Und das hat er immer im Finallevel gemacht oder bei den Bossleveln getan. Das war ja jetzt kein Bosslevel, auch wenn das gerade so ein Gegnerlevel war. Das verstehe ich auch generell nicht, was das sein soll. Aber hier diese Luftschiffe oder dieses Castle, das waren immer dieses Level, wo der das so gemacht hat. Und Storyashi, der andere, der ebenfalls aus meiner Community kommt, auch schon gut geschätzt wird hier und der ebenfalls hier... Ja, den ich ebenfalls schon gespielt habe. Im letzten Part könnt ihr gerne zurückgehen. Der hat das in jedem Level eingebaut. Aber Diddy hat es eigentlich in der ersten Welt nur in solchen Boss-Leveln gemacht, glaube ich. Deshalb ist mich jetzt überrascht, dass er das hier auch gemacht hat. Cool. Also falls ich, vielleicht tue ich es auch gerade ein bisschen verwechseln. Und Diddy hat das ebenfalls in jedem seiner Level gemacht. Schau, ich würde sagen, wir machen schnell hier mit dem Pilzhaus. In diesem eiskalten Wasser so lange zu bleiben, ist nicht gut. Oh, ich hasse das Minispiel. Es ist extrem cool. Es ist eigentlich das umfangreichste Minispiel. Aber Bruder, es ist so widerlich. Muss ich auch genau auf die Tonhöhe achten. Witziges Detailchen. Ich muss kurz drauf achten, hier auf den Ton. Ich habe gerade eben beim Durchspielen der ersten Welt, habe ich den Ton ausgemacht. Und habe mir irgendwelche Playlist-Musik halt reingezogen. Und da habe ich halt eben nicht den Spielsound hören können. Und da habe ich ebenfalls dieses Minispiel gespielt. Und da habe ich den Gabelball jedes Mal nicht hinbekommen. Komm, jetzt kriegen wir es hin. Perfekt. Aber wir haben es schon geschafft, perfekt, okay. Wir haben 5 Leben bekommen, denn sobald du einmal einen Treffer durchlässt, kriegst du nur noch 3 Leben. Kommt ein weiterer Treffer, kriegst du nur noch 1 Leben. Und wenn du alle 3 Treffer versenkst, dann kriegst du gar kein Leben mehr. Und dann kommt dieser komische Krüppel-Mario da raus. Dieser, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Dieser schlanke Mario, den es in Mario Maker 1 gab. So ein besonderer Pilz. Der kommt dann aus diesem Haus raus und sagt dann hier, du hast mein Haus demoliert. Und dann kriegst du nichts mehr von dem. Das ist ein cooles Detail, könnt ihr euch mal gerne angucken. Habe ich aber, glaube ich, auch schon mal erzählt in einem der ersten Parts. Ich habe da auf jeden Fall die Musik ausgehabt und da habe ich dann halt eben dieses Spiel ebenfalls gespielt und habe es fast gar nicht hinbekommen, weil man wirklich auf diesen Sound achten muss, vor allem beim Gabelball. Wenn dieser drosselnde Sound kommt, fällt der Ball nach unten, das siehst du ja normalerweise nicht, also keine Ahnung, ich habe da noch nicht genug gerochen, um da zu verstehen, wie du das erkennen kannst, auch ohne, ohne hier das Audio-mäßig zu hören, aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, nochmal als letzte Erklärung, solltet ihr
daran denken, überlegen, eure Welten einzureichen. Ich könnte jetzt während dem Level da nicht beim Punkt bleiben. Das ist generell so ein Problem bei mir immer. Dann reicht es gerne ein. Jetzt, da wir noch in Welt 2 sind, kann ich eventuell noch eine der drei Random-Personen, die ich ja als Platzhalter drin habe, ersetzen, um euch mit reinzupacken. Dann könnte ich Offcam die erste Welt noch spielen. Ich spiele die dann nicht in einem Part, in einem Projekt, aber ich spiele die dann Offcam und könnte dann bei Welt 2 weitermachen bei euch. Ihr habt es wahrscheinlich schon nachvollziehen können, jetzt, wenn ihr eure Welten erst einreicht, sobald ich bei Welt 6 bin mit allen anderen Leuten. Ich mache das ja so, ich spiele 5 mal Welt 1 für jede Person, dann 5 mal Welt 2, 5 mal Welt 3 und dann, wenn ich so in Welt 6 bin und ihr reicht eure Welt ein, dann spiele ich bestimmt nicht jetzt nochmal eure ersten, mache ich bestimmt nicht mal 5 Parts rein, nur um eure 5 ersten 5 Welten zu spielen, um das in dem Video zu haben, nur um dann mit der 6. Welt anzuknüpfen bei den anderen Leuten, die ja schon so weit gebracht wurden. Aber momentan ist ja noch nicht so schlimm, wenn ich die erste Welt bei euch auslasse und dann bei euch mit Welt 2 weitermache, bis zum Ende Welt 8 im besten Fall, wie ihr es gebaut habt. Also überlegt es euch einzureichen. Okay, mal, warte mal, jetzt habe ich die Entscheidung hier. Das Level hier führt allerdings zu einem Lebenshaus. Also es ist ja im Endeffekt ein Bonuslevel, 1A, 2A kann man sagen. Hier ist mal rein und erklärt das noch ein bisschen weiter. Aber das finde ich cool, dass er das so die Entscheidung reingemacht hat. Das war, glaube ich, auch bei einer anderen Person schon der Fall. Zugefrorene Wasserquelle. Man möge meinen, dass Diddy die ganzen Sachen aus den anderen Parts übernommen hat und das dann mal ganz, ganz fix angepasst hat irgendwie. Diese ganzen coolen Ideen. Man, ich glaube, er ist sogar die Person gewesen, die am stärksten danach gefragt hat, wann das denn weitergeht mit diesem Projekt. Und ich kann mir gut vorstellen, WTF, ich wusste gar nicht, dass der Frosch so langsam ist an Land. Hey, wie geil ist das denn? Ich habe den bis jetzt nur einmal gesehen und das war bei Story Yoshi. Also ich habe den schon häufiger gespielt, aber bei Story Yoshi habe ich den unter den Welten hier gespielt. Und da war das unter Wasser. Und dass er so langsam unter Wasser ist total witzig. Man kann natürlich springen, um das irgendwie ein bisschen abzukürzen, aber lul. Und höher springen kann man, glaube ich, nicht, nee. Auf jeden Fall war Diddy der Einzige, der übel genervt hat. Er mag das Projekt sehr, das freut mich, Diddy, wenn du das siehst hier. Grüße gehen raus an dich. Oh, ja, ist immer unter Wasser perfekt. Jetzt sind wir wieder sehr schnell, das ist unser Element. Aber ich wusste echt, dass der Frosch so langsam ist über Wasser. Nice Sache. Man lernt nie aus, wenn es um neue Update-Sachen geht. Sind wir auch schnell genug, um durchzuschwimmen? Ja, sind wir mehr oder weniger. Ich habe noch nie diese Wasserwölbe unter Wasser gesehen, also auch das ist irgendwie neu, lul. Aber ich glaube, ich muss schnell durchschwimmen, oder? Um da jetzt nicht betroffen von zu werden. Ja, genau. Also, wenn ich schnell durchschwimme, habe ich da ein paar Vorteile. Diese Quallen sind ja diese Stacheln, glaube ich. Nur im Unterwasser-Stil halt. Und das ist auch, glaube ich, nur bei Mario Bros. 3 der Fall. Also, ich kenne nicht, ich weiß nicht, dass diese Quallen unter Wasser... Ah, doch, stimmt. Doch, doch, doch. Die Quallen kommen häufiger vor. Und Scheiße, da war ich jetzt zu schnell. Da habe ich jetzt die Kontrolle verloren. Ein Nachteil. Obwohl der Frosch echt sehr genau ist. Einige kommen wahrscheinlich mit dem nicht klar. Und hier ist eine Mutter... Blooper. Oh, die sind schrecklich. Die sind schrecklich. Aber wie schaffe ich das Leben durch? Ist doch fast schon wieder gar nicht möglich. Bitte chill jetzt. Ich muss da jetzt irgendwie mit Geschwindigkeit durch. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie noch angreift hier. Wie mache ich denn das jetzt? Wie soll ich das machen ohne Froschanzug? Das ist doch fast gar nicht möglich so. Da muss ich ja irgendwie mich da durchhasseln, irgendwie, wie ich gerade war. Und hätte dann halt nicht so weit wegspringen können. Ja, keine Ahnung. Ich darf ja nicht das Leben an den Blooper verlieren. Ja, gut, ist in Ordnung. Also stellt euch da, meine Fresse, ich spawn. Ey, dieser scheiß Tornado hält mich aber auch genau in der Ecke fest, Alter. Ich konnte meine Dimension Frames nicht nutzen, letzte. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass dieses Viech hier abhaut. Ich komme ja nicht leben, das ist ein Teufelszyklus. Ich muss diesen Frosch haben. Aber ich komme mich hier nicht durch. Ich muss jetzt hier ran. Ja, der tötet mich, fängt mich ab und ich bin tot. Ich muss da oben warten, bis dieser Tornado kommt. Dann werde ich festgehalten von dem Teil. Muss hoffen, dass er mich nicht irgendwie in diese Qualle da reinstößt. Und dann kann ich eventuell durchschwimmen. Aber, Bruder, nur einen Froschanzug, glaube ich. Und dann so eine Kackstelle, Alter. Da geht's schon wieder los. Aber ich sag ja, Diddy hat echt einen richtig heftigen Standard. So, also schweren Levelstandard. Ein Item, um da neue Leben durchzukommen. Und dann auch noch... Oh, warum bin ich jetzt nach oben gezogen? Das ist doch scheiße. Dann kann ich aber die Zeit nutzen, um nochmal ein bisschen was abzuklären. Ihr könnt eure Welt noch einreichen mit dem Ziel, dass ich sie in Staffel 2 dann spiele. Das ist dann ein paar Monaten der Fall. Das könnte noch so 3-4 Monate dauern, weil ich momentan eben recht, also etwas langsamer die Parts bringe. Aber natürlich ist das Projekt nicht vergessen, keine Sorge. Jetzt kommt jetzt der Moment. Jawohl, schön. Alter, das ist nicht so schwer. Und jetzt bekommen wir nochmal einen weiteren dieser Froschanzüge. Geil. Aber das ist mir jetzt zu spät gewesen. Da war schon eine zu heftige Stelle. Scheiß Kackquallen, Alter. Mach dich weg. Wie viele vor allem wissen? Wie heißt das Level eigentlich? Zugefrorene Wasserquelle. Achso, okay. Cooler Name. Aber ich hätte da irgendwas mit Qualle vielleicht im Namen gewünscht. So wie dieses der Fokus in diesem Level auch liegt, wie man das gerade sehen kann. Oh mein Gott. Geh weg. Okay, aber wir sind gerade sehr schnell und kommen hier gut durch. Naja, immerhin etwas. Okay, bin ich hier schneller gerade gewesen? Nee. Hat sich gerade nur so angefühlt für den ganz kurzen Moment. Mit dem Leben? Nee. Pilz. Nicht gut. Aber wir haben schon wieder 10 Leben plus gemacht, sehe ich gerade, oder? Wir haben noch mit 28 Leveln Leben gestartet. Cool. Da sieht man mal wieder, wie das abgeht hier. Und wieder einer von den Leuten, die dieses komische Maskenshirt aufhaben von diesem Cursed Key.
den ich übrigens auch in dem letzten Level durch Storyashi schon gesehen habe. Hier muss ich die Level wieder liken. Auch ein kleiner Bonus, wenn ihr eure Welten einreicht, like ich jetzt eure Level und kommentiere, um euch maximal einen Boost zu geben. Wenn ich es vergessen sollte, tut es mir leid, aber das kann passieren. Normalerweise mache ich es aber. Reicht eure Welten gerne schon ein, auch wenn die für Staffel 2 geplant sind. Im besten Fall erst, sobald ihr mindestens 6 Welten habt. Ihr könnt dann gerne noch weitere Welten nachreichen. Das schafft ihr rechtzeitig, garantiert. Also ihr müsst nicht jetzt auch keinen Druck haben. Baut eure Welten, sage ich jeden Part aufs Neue. Aber ist auch immer, man muss auch mal bedenken, dass immer neue Zuschauer dabei sein können, die vielleicht vorhaben, ebenfalls ihre Welten einzureichen hier. Ah. Wieder zu früh. Alter, ich vergesse es. Ich verkacke das jedes Mal. Das war am Anfang so einfach. Aber inzwischen drücke ich einfach zu früh. Keine Ahnung, ich bin das gewohnt, bei solchen Drehminispielen immer schon so ein bisschen predikten, so ein bisschen vorpredikten zu drücken. Aber es ist ja gar nicht der Fall. Du kannst schön drücken, weil das keinen krassen Delay hat. Du kannst genau dann drücken, wenn der Stern kommt. Und dann kommst du auch genau dann, bekommst du auch den Stern darauf hin. Das ist mein Fehler, dass ich das irgendwie gerade denke, ein bisschen, weil ich immer zu früh drücke. Naja. Gehen wir mal in dieses Level rein. Ich habe jetzt alles geklärt. Wie gesagt, jetzt können wir uns wieder auf die Level einlassen. Aber es ist doch gut, mal so ein paar Themen besprochen zu haben. In Bezug vor allem halt eben auf das Einreichen von euren Leveln. Besiege alle Wendys, aber eine nur. Ich dachte gerade schon, warum steht das jetzt so komisch da? Wir haben also Wendy hier auf dem Schiff. Okay. Da ist die sich aber treu geblieben. Es gibt wieder einen, wie in der ersten Welt, ein Luftschiff-Level. Dann gefolgt von einem richtigen Castle, in welchem dann ein kreativerer Boss kommt. Hier jetzt die roten Mecha-Koopas. Passt zu Wendys roter Farbe. Okay, hier müssen wir aufpassen. Bei der Coin hier. Ja. Wieder Mecha-Koopas auf jeden Fall am Start. Die kann man nicht tragen. Die fetten hier, die kann man wegstoßen. Fall in den Abgrund. Okay, hier müssen wir auch aufpassen. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß. Okay. Ich weiß, was wir hätten machen müssen. Wir hätten beide Plattformen runterstoßen müssen und hätten dann genug Geschwindigkeit gehabt, um nach oben zu springen. Böse Mensch, da haben wir genau jetzt wieder Pech gehabt. Aber seht, es war so. Ich ziehe das Pech für mich an. Jetzt habe ich wieder dafür entschieden, die falsche Plattform runterzudrücken. Und habe es zu spät gestellt, dass da unten kein sicherer Boden ist. Ich dachte schon, der Typ macht irgendeinen Spaß oder Witze, aber nee. Der ist wirklich so durchgeknallt und baut da wirklich so eine Passage ein, wie bei der Coin hier. Wie bei dem anderen Cast gibt es auch hier einen Schlüssel, den man generell farmen kann, wie den da unten. Dann Red Coins, die man farmen kann. Und einen Boss-Schlüssel. Und ich verstehe nicht. Geht das nicht so? Kann man das nicht so machen von der Geschwindigkeit oder bin ich einfach krass dumm dafür? WTF? Dann auf ein neues. Das war nicht gut, oder? Nee. Ich hätte die Plattform. Oh mein Gott, die ist ein Pixel zu weit nach unten gegangen. WTF? Aber man muss das so machen, oder? Man muss beide Plattformen gleichzeitig rausholen, dann irgendwie so ganz zur Seite springen und dann Anlauf nehmen irgendwie, oder? Sonst kann ich mir das nicht vorstellen, wie das möglich sein soll. Gut, dass ich das Fenster nochmal zugemacht habe, bevor ich die Aufnahme begonnen habe. Hier kann man gut rumschreien, wenn es darauf ankommt. Nee, keine Ahnung. Die Plattform geht mir jetzt schnell nach unten. Ich habe keine. Ich weiß nicht genau, was du da machen kannst, um die Schlüssel zu erzielen. Ich glaube, man muss es schon so machen, wie ich das auch vorhatte. Du musst irgendwie ganz, 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 ganz komisch da Anlauf nehmen. Oder du musst irgendwie eins von diesen roten Bällen da umleiten. Ich verstehe auch nicht genau. Vielleicht muss ich auch mitnehmen einfach oder so. Bitte! Leck mich, du Kackteil! Okay. Vielleicht muss ich ihn mittragen oder so. Ich weiß es nicht. Den befreie ich jetzt nicht. Ja, hast du mir gespawnt. Das ist bei Cooper ein Vorteil. Du kannst das, glaube ich, irgendwie. Oder geht, nee, das ging bei Cooper auch nicht. Das ist halt falsch. Da hat er, dass du irgendwie den Panzer ablegen kannst oder so. Und nochmal drauf springen kannst, irgendwie. Um das zu resetten, den Timer. Weil das ist scheiße, dass du jedes Mal darauf warten musst. Vor allem bei Scrolling-Leveln. Wo du ja nicht Ewigkeiten warten kannst. Kann man irgendwie den jetzt schießen lassen und dann geht das oder was? Ich verstehe das nicht. Da muss er jetzt aber auch schießen, schnell genug. Ja, macht er nicht. Ich sehe, er ist losgeschossen. Ich glaube, es geht, aber ja, geht. Hör mal auf. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, hier rumzuprobieren. Das ist Schlüssel, den brauchen wir nicht unbedingt. Ich wollte natürlich gerne bekommen, weil es mich triggert, wenn ich halt nicht weiß, wie sowas geht, aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht musst du da irgendwas mit den anderen Donnerblöcken machen oder du musst wirklich irgendwas mit dem roten Viech hier machen. Ich weiß es nicht. Es ist mir zu strange. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Sprung machen muss. Vielleicht ist es auch ein Pixel Perfect Jump, der hier versteckt wurde, weil ich erkenne ja solche Sprünge nicht. Bin ich jetzt so kein Profi drin. Dann lass was jetzt bleiben und spring weiter. Dann versuche ich den Schlüssel mitzunehmen für die ganzen Red Coins. Und falls da auch noch eine andere asozialere Red Coin kommt, als die erste schon, dann ist das eben so. Aber ich verstehe nicht genau, also keine Ahnung. Vielleicht muss ich auch dieses rote Viech mitnehmen und den irgendwie da reinschmeißen im richtigen Moment. Dann verstehe ich zwar nicht, warum das Donnerblöcke sind. Das wird einen ja einfach nur sinnloserweise. Ich weiß auch nicht genau, aus welcher Flugbahn du da das dann werfen musst, um dann die Coins treffen. Ich gehe davon aus, dass man wirklich diesen so einen Mecha-Koopa, diese roten hätten mitnehmen müssen. Da habe ich jetzt spät dran gedacht. Oh Gott. Aber ist nicht so wild. Ich habe ja nicht 100% vor, in euren Welten zu spielen. Das dürft ihr auch nicht vergessen. Ah, schnell durch hier. Hammerbrüder sind in Mario Bros.
In Mario Bros. 1 und 3 sind die sehr asozial. Die werden noch fairer in anderen Teilen, aber sonst nicht. Also, aber in den ersten beiden, in den allerersten Spielen sind die total unfair. Da springen die random, da werfen die mir viele Hämmer und sowas, also... Ist alles so ein bisschen nervig. Und Wendy, Alter, die hat ja coole Angriffe drauf. Wie gesagt, ich verblüffe mich jedes Mal. Ich hab mir unendlich oft gewünscht, dass die Koopalinge, komm raus, Gute. Oh Gott. Ich habe mir das unendlich oft gewünscht, dass die Koopalinge ins Spiel eingefügt werden. Hatte aber immer Bedenken dabei, wie die das von Spielstil zu Spielstil anpassen. Also, was, dass die andere Moves drauf haben, dass die angepasst sind an die Fähigkeiten, die du ja in dem jeweiligen Spiel hast und so. Und... Die haben die wirklich hinbekommen. Also, ich finde es cool. Wendy hat hier zum Beispiel jetzt Springbälle gehabt. Wie das auch, glaube ich, häufig der Fall ist, oder? Also, ich glaube, selbst... In anderen, also in den meisten Teilen hier, in den meisten Spielrichtungen hier, hat Wendy diese Sprungreifen drauf. Aber ich finde es so cool, dass sie es umgesetzt haben, für jeden Spielstil eine eigene Grafik reinzumachen, für die Bosse, da andere Movesets vielleicht sogar, wenn es gar nicht anders geht, einzuprogrammieren. Also, fand ich jetzt nicht mal so einfach, aber nur in Bezug auf die Secrets. Also, dieser Schlüssel war scheiße asozial, genauso wie diese eine Coin, wo du da unten so diese ganzen Feuerdinger durchrennen musstest, um dann zu der Coin rechtzeitig zu kommen. Auch das war kackend reiß und heftig, aber naja, gut, wir haben es geschafft. Wie gesagt, leider keine Bonus für dieses Mal. Es gibt bei solchen Level immer zwei. Diesen Key hätten wir haben sammeln müssen und diese Red Coin, dann hätten wir zwei weitere Schlüsse gehabt und hätten es dann geschafft, da alles zu finden. Aber wie schon erwähnt, 100% habe ich nicht vor zu machen, auch wenn ich mir Star Coins wünsche für das Nintendo-Feeling. Gucke mir die Schießerei im Schnee. Sehr, sehr deutscher Titel und sehr, sehr genauer bei dir immer. Also, das ist nicht so richtiger Level-Titel, das ist wirklich eher so ein genauer, so eine Beschreibung schon, kann man sagen. Das finde ich jetzt nicht schlecht unbedingt. Das ist halt mal was anderes. Ich kenne das halt auch eher davon, dass man halt so sich ein bisschen so richtige Titel überlegt. Aber ich meine, das ist auch wie bei einigen meiner Videotitel. Ist ja auch ab und zu der Fall. Ich fühle das schon irgendwie. Manche fallen mir so richtig kreative Titel ein, die so richtig witzig sind. Und manche fällt mir halt eben sowas ein, was du ja machst momentan. Und zwar einfach nur ganz genau reinschreiben, was es geht, damit keiner dann, ja, Probleme damit haben kann und abgefuckt ist, weil du irgendwie eine inkorrekte Levelbeschreibung hattest. Keine Ahnung. Leveltitel hattest. Das ist normal. So, oh ja, da kommen Mario 3D World Vibes zurück. Die schöne Musik, das schöne Design. Ich wusste gar nicht mal, dass Mario 3D World so gehypt wird von den Leuten, aber das wünschen sich schon seit Monaten ultra viele Leute als Deluxe-Version, weil das ja bis jetzt noch Wii U Exclusive ist. Was mich auch freuen würde, wenn es so bleiben würde, auch wenn ich natürlich gerne dieses Spiel Let's Playen würde. Ich kann das notfalls auch noch auf der Wii U Let's Playen. Momentan Let's Playen wir ja auch live Color Splash. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn euch das interessieren sollte. Genauso wie Origami King, also Super Mario momentan. Geht hier übel ab. Bin ja generell Nintendo-YouTuber, also ist klar. Und da haben viele Leute momentan bei den Gerüchten, dass ja verschiedenste Mario-Spiele so geremaked werden. Da sind viele sehr überrascht und wollen unbedingt ein, oh Gott, schaue ich das nach oben? Ah ja, mit der Biene hier. Eigentlich mit der Biene. Mit den Kugelbienen hier geht das auch klar. Das war ein ziemlich geiler Kill, um ehrlich zu sein. Hab einen Drehsprung gemacht auf diese Kugelbienen und hab Feuerbälle entsendet währenddessen, die dann diese Biene gekillt haben aus der Luft. Und wir bekommen hier eine Katze, aber die ist doch Bonus, oder? Also ich versuche die jetzt mal zu halten, so gut es geht. Weil man die bestimmt mal gebrauchen kann irgendwo. Wahrscheinlich hier, oder? Ja, hier kann man sie auf jeden Fall gebrauchen, die Skills der Katze. Um ein Leben rauszuschlagen. Und wir hatten einen Jackpot. Das ist cool. Ich weiß nicht, ob jetzt in jedem Level einer kam. Ich glaube hier schon. Aber bei Welt 1 war, glaube ich, nicht überall ein Jackpot dabei. So, jetzt haben wir mehr Möglichkeiten mit der Katze, ist klar. Deswegen werden wir jetzt noch vieles abchecken. Aber ja, wenn ich so die Musik höre aus 3D World und so. Weil die Katze immer noch übrigens. Dann bekommt man schon irgendwie Hype darauf, ist nochmal ein weiteres Mal zu spielen. Ich verstehe das schon. Dennoch. Ich kann nachvollziehen, dass Leute Mario 64 extrem hypen und dass die Leute vielleicht auch Sunshine und Galaxy wiedersehen wollen. Das ist bei mir ja ganz, ganz weit oben, Galaxy. Oha. Hä? Achso, müssen wir da runter? Weil nach ganz oben komme ich nicht. Das sah gerade nicht so aus, als hätte das, würde das funktionieren. Aber ja, man muss jetzt hier den Weg nach oben arbeiten. Oder was? Oh, da kommen Vibes aus Yoshi's Island zurück. Oh Gott. Da gab es ein Level. Ich glaube, das war das Bonus. Die Bonus-Level aus Yoshi's Island für den DS. Kennt ihr das noch? Yoshi's New Island oder weiß ich, wie das hieß. Da gab es Bonus-Level. Yoshi ist generell sau heftig, im 100% durchzuspielen. Und da gab es auf jeden Fall die DS-Version, die war richtig brutal. Da gab es immer so, dann, wenn du dann in jedem Level generell es geschafft hast, schon diese brutalen Red Coins zu sammeln. Ihr wisst ja, die Red Coins waren einfach goldene Münzen, die aber dann, also wenn du die eingesammelt hast, diese goldenen Münzen, wurden die zu Red Coins. Also du wusstest nicht mal, was Red Coins waren. Das waren goldene Münzen und wenn du die eingesammelt hast, wurden die rot. Aber erst beim Einsammeln halt. Vergiss nicht, halt dich töten so. Das ist schön aus der Luft. Du machst es nicht aus deiner Wolkenhöhe, mich hier zu besiegen, mein bester Hammerbruder. Du wirst auch sterben. Schönes Gesicht, schön getimed. Okay, wir machen mal einen Drehsprung gegen dich. Okay, hat funktioniert. Riskant, müsst du aufpassen, beim Drehsprung senden wir auch Feuerbälle. Ist hier noch irgendwas anderes? Da unten? Nee.
Und da war es ja generell schon schwierig, in jedem Level alles zu finden, alle Blumen zu finden, alle Red Coins zu entdecken und den ganzen Scheiß. Und man musste ja, glaube ich, sogar eine gewisse Anzahl Leben behalten, um dann auch da mit dem Level 100% zu haben, pro Level. Und dann hast du solche Bonuswelten, wo du genau das gleiche nochmal machen musstest. Du musst Red Coins, Blumen sammeln und die waren extrem schwierig. Die wurden ja nur freigeschaltet, wenn du halt eben alles andere geschafft hast in jedem Level. Also wenn du jedes andere Level, ich glaube, zu 100% geschafft hast halt. Also alle Blumen und sowas gesammelt hast, ähnlich wie bei DK. Dann musst du ja auch die Kongo-Buchstaben alle einsammeln in jedem Level. Dann musstest du zwar keine Buchstaben mitnehmen, keine Puzzleteile mitnehmen, aber du musst alle Buchstaben sammeln, um dann halt ebenfalls so ein heftiges, brutales Bonuslevel freizuschalten. Das war aber bei Yoshi's World heftiger, weil du da eben auch nochmal 100% machen musstest. Und da gab es halt eben, ich glaube, in Welt 7, da gab es dann halt auch so ein Level, wo du von ganz unten keinen sicheren Boden hattest. Du musstest von Kugelwilli zu Kugelwilli springen, komplett in der Luft sein, musst in der Luft irgendwie diese ganzen Münzen sammeln, mit denen, wo du Eier geworfen hast. Du musstest so viele Controls drauf haben, weil du ja immer auf Kugelwillis landen musst, um weiter nach oben zu kommen. Einmal getroffen bist du eigentlich schon nach unten gefallen und konntest schon wieder aufgeben, gefühlt. Und ja, da gab es eben auch so ein Level, wo du durch in so einer Schneewelt, glaube ich, nach oben arbeiten musstest. Mit Kugelwillis Stück für Stück. Und Brudi, das war echt heftig. Okay, warte mal, ich war grad, ja, muss ich richtig spammen hier. Ich meine, man kann ja nicht 5 Leben rausholen. Ich meine, ich spamme ja schon so gut es geht. Also ich spamme jetzt nicht übertrieben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier mehr als 3 Leben bekommen kann. Und wieso habe ich jetzt wieder ein Leben erhalten? Ich verstehe es nicht. Beim letzten Mal, als ich das machen musste, habe ich, das war, glaube ich, Offcam. Da war ich in der ersten Welt halt eben und habe das Haus wieder gehabt. Da habe ich 3 Leben bekommen dafür. Steht auch da, bring den Ballon zu platzen. Mehr steht nicht da. Man kann den Ballon nicht aufblasen bis zum geht nicht mehr und dann beenden, um noch 5 Leben rauszubekommen. Das haben wir auch geklärt. Du musst den Ballon zum Platzen bringen. Ich habe das gerade richtig schnell gemacht und trotz dessen hat es nicht funktioniert. WTF? Ich habe wieder nur ein Leben bekommen. Castle 2. Beim letzten habe ich 3 Leben bekommen. Könnt ihr mir erklären? Kann mir jemand mal erklären in den Kommentaren, was man da machen muss bei diesen Häusern? Ich verstehe das nicht ganz. Okay, wir kriegen eine Blume. Die wird ja sogar hier heilig gesegnet gerade von dem lieben Gott. Gut, Knochen. Das machen wir so. Ganz easy. Übrigens, zweites Castle hat auch kein Titel geschrieben. Ja, einfach nur zweites Castle genannt, okay. Aber cool, dass wir hier diese besonderen Eisblöcke haben, die man ja seit dem letzten Update hat, mit welchen man mit der Feuerblume extrem easy auftauen kann. Und, oh Gott, ich habe gerade diesen Knochen trocken gerade, ich habe mir gerade selber ein Eigentor geschossen, weil ich gerade diesen Knochen trocken beeinflusst habe, indem ich, oh Gott, schwierig, oder nicht ohne, präziser Sprung, indem ich halt diesen Knochen trocken halt in dieser Plattform festgehalten habe, das wollte ich sagen. Habe ich mir gerade selber ein Eigentor geschossen, indem ich mich fast selber getroffen hätte. Aber alles cool. Oh Gott, wie machen wir das denn? Da muss ein Duck Jump kommen, Leute. Duck Jump! Oh! Okay, er funktioniert. Und noch ein kleiner weiterer Sprung. Und dann geht's hier rein. Hey, mussten wir her? Achso, wir mussten hierher. Oh, weil da ein Checkpoint war, oder? Ja, ich glaube, das war der normale Weg. Schade. Oder hä? Nee. Ich glaube, der andere Weg wäre ohne Checkpoint gewesen. Meine Frage ist. Ja, stimmt. Ja, genau. Das ist eine coole Idee. Ich glaube. Oh, das war gerade ein Fehler, oder? Nee, da war kein Item dahinter. Ich glaube, wären wir den anderen Weg gegangen, jetzt hätten wir keinen Checkpoint gehabt, weil da gerade 2 Röhren waren. Das ist eine coole Idee, weil ich meine, klar, man muss den Checkpoint aktivieren. Also bei der Abschlussprüfung, um mal zu beweisen, ob der Level spielwürdig ist von Nintendo aus, musst du den Checkpoint. Oh Gott, schwierig. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo wir hier. Wir müssen bestimmt irgendwas rechtzeitig schaffen, oder? Bin gerade zu langsam. Ist da oben was? Da oben ist wirklich was. Oh weh, das ist ein Softlock. Das ist der größte Produkt der Welt. Ist er natürlich hier lang rennen, das ist immer so. Hoffe, dass da was ist. Nee, ist nicht so. Hätten wir jetzt Zeitdruck gehabt, hätten wir verkackt. Die Blume schmeckt natürlich jetzt, die würde ich gerne wieder haben. Hab ich die nicht eingesammelt oder warum ist die jetzt wieder respawned? Ach, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall muss ein richtiger Weg sein. Kann ich mir das nicht vorstellen. Oh nein. Oh nein, das ist wirklich ein Softlock, willst du mich verarschen? Ach du Scheiße, Alter. Es ist wirklich ein Softlock, ich kann mich nicht umbringen. Es geht nicht, ich bin total. Ich steck fest. Dilly, nein! Warum? Warum? Und dann bin ich gerade dumm. Wieso baust du das denn hier nach oben so ganz komisch? Warum machst du das? Kommt man hier wirklich nicht weiter? Wirklich nicht? Habe ich nichts übersehen? Es kann nicht wahr sein. WTF! Ich dreh durch, Alter. Man ist hier gesoftlockt. Ich dachte es schon am Anfang. Ich hab's schon gesehen irgendwie. Aber warum hat er denn da nicht so eine Plattform oben drauf gebaut? Warum muss er denn da so eine Butterbrücke hinmachen? Wie die genannt werden, die Dinger. Oh, scheiße. Na gut, Leute. Ich schneide es euch zusammen. Ich werde jetzt nicht warten. Ich werde jetzt einfach selber nochmal neu spielen wahrscheinlich. Wobei. Ich warte einfach. Bis gleich. An derselben Stelle wieder.
Ah, wir sind tot. Perfekt. Sehr gut. Dann geht's nun weiter. Und ja, der Checkpoint ist nur zu erreichen, wenn man den Bonusraum geht oder diesen schwierigeren Weg mit dem Twomp geht. Schade wegen dieser Stelle mit dem Softlock, das ist richtig schade. Also, weil solche Stellen sind immer sehr, sehr kritisch. Das ist ein großer Kritikpunkt hier in der Situation, aber auch ich mache solche Fehler, deswegen bin ich jetzt nicht wütend, aber es ist halt ein Kritikpunkt, den man nennen muss, einen ernst zu nehmen. Und auch ich habe ebenfalls in einigen Leveln sowas gemacht, deswegen alles cool. Und ja, ich sehe gerade, wir hätten schnell genug sein müssen, aber immens schnell. Weil hier ganz am Ende hätte man anscheinend mit dem Peace-Switch oder ich hätte den mitnehmen müssen wahrscheinlich, aber das ist auch, das kann man ja nicht wissen. Da hätten wir anscheinend diesen Bonusbereich betreten können. Und nun die Mannschaft natürlich. Unfaire Hitboxen, das kennt man schon. Vielleicht schaffe ich es sogar ohne Gegentreffer. Nee, schaffe ich leider nicht. Dann immerhin habe ich es geschafft. Ich meine, als Großteil ist es auch viel schwieriger, da durchzukommen, das ist klar. Aber cooler Raum. Ich finde es auch klug gelöst. Ich meine, bei der Abschlussprüfung, wie schon erwähnt. Ah, hier kommt man da nicht mehr zum Schlüssel jetzt. Schade. Dass das richtig das wichtige Secret jetzt gewesen ist, was ich nicht bekommen konnte. Und das andere nur damit zusammenhängt, dass wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich abgesichert. Das ist auch eine coole Sache, aber ja. Natürlich ist es nice, weil jetzt hier noch ein weiterer Checkpoint kommt. Lieber den Schlüssel gehabt zu haben hierfür und nicht beim Boss jetzt anzukommen ohne. Er muss ja nur den Weg gehen bei der Abschlussprüfung, der mit dem Checkpoint zusammenhängt und muss jetzt nicht den anderen Weg gehen, was eine coole Sache ist halt. Und ich sehe gerade, oh Gott, das Feuer tanzt ja hier richtig schön hin und her, aber es ist nur Bum-Bum, Leute, es ist nur Bum-Bum. Bum-Bum können wir schneller töten, bevor wir überhaupt unsere Leben durchs Feuer verloren haben. Aber coole Moves, die das Feuer drauf hat hier, nice Sache. Aber ja, Bum-Bum ist ein Lappen wie sonst was, den kriegst du easy going down, der ist nur ernst zu nehmen da in... Oh, komm, jetzt können wir ihn nochmal töten. Zweimal. Stopp, zweimal für mich, Bum-Bum. Haha, wie böse. Bum-Bum ist nur ernst zu nehmen in 3D-World, also... Ja, hier nicht. Auch wenn der Bossraum, also das Feuer, eine coole Idee war, hätte man da vielleicht einen Cooperling nehmen müssen, um da ein bisschen mehr Druck zu machen. Aber ansonsten alles cool. Softlock, wie gesagt, schade. Trotzdem länger gebraucht als die andere Person hier. Bin ja aber auch gestorben. Aber schön gemacht bis jetzt. Anspruchsvolle Welt, kann man schon mal sagen. Cooles Prinzip mit diesem Checkpoint und... Dass du da... entscheiden kannst, dass du da hingehen kannst. Coole Sache. Und hat Spaß gemacht, ja. Genauso sämtliche andere Sachen. Natürlich habe ich heute wieder viel darüber geredet, wie ihr eure Welten einreichen könnt. Aber ich hoffe, dass die meisten vielleicht auf dem neuesten Stand sind. Habt ihr immer noch Fragen? Ab damit in die Kommentare. Für meinen Teil haben wir es geschafft. Ja, übrigens, dieser Schneemann da unten, das ist ja jetzt Luigi. Ich glaube, beim letzten Mal, als wir über dieser Welt waren, oder generell bei der letzten Schneewelt, habe ich hier meines Erachtens nach Mario gesehen. Und ich glaube sogar, schlag mich tot, aber ich glaube sogar, dass Mario da war, bevor ich das Level gespielt habe. Und nachdem ich es zu Ende gemacht habe, dieses Level, war Luigi da. Ich bin mir nicht ganz genau sicher. Kann auch die letzte Welt gewesen sein, ich spinne gerade. Aber es kann sein, dass Mario am Anfang da ist, wenn du das Level noch nicht gespielt hast. Und wenn du es durchgespielt hast und du weitergehst, dann wird da Luigi draus. Das wäre ein geiles Easter Egg. Interessant vor allem, auch beängstigend irgendwie. WTF, wer wechselt das aus hinter meinem Rücken? Kann aber auch einfach nur sein, es ist garantiert den Schneemann von Mario und von Luigi. Ich glaube, dass dem zumindest zu machen. Könnte mich gerne verbessern. Habt ihr, wie gesagt, Fragen? Arbeitet mir in die Kommentare, da heule ich nicht rum. Da beantworte ich mit liebend gerne. Braucht Kommentare von euch bitte, Leute. Ich habe zu wenig sonst. Spaß, alles cool. Und wenn euch ein paar Großes gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Like da. Verpasst keinen der nächsten Parts. Reicht, wenn ihr ebenfalls in Zukunft eure Welten hier gespielt haben wollt. Im nächsten Part werden wir dann mit der nächsten Person beginnen. Und wenn ihr mit Raff und Dilly sprechen, werden wir bei dem nächsten Part zu Dilly hier im Untergrund weitermachen und dieses Level abschließen. Dann Welt 3. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wie gesagt, für euren schönen Frühsupport ohne Abo und habt noch einen schönen restlichen Tag, schönen kommenden Tag, ja. Und man sieht sich auf jeden Fall zurück zum nächsten Part. Ciao, meine Freunde.